Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich weiß noch nicht genau, was es werden wird. Ich möchte mit euch erstmal das Tutorial vorstellen. Allerdings weiß ich auch nicht, wie lange das Tutorial ist, weil ich habe das mal in 2, 3 Runden mal ein bisschen ausprobiert privat und da war das Tutorial immer noch nicht zu Ende. Deswegen, ja, hier schon mal die Warnung, dass das wohl ein paar Folgen gehen wird. Die große Frage ist, ob ihr überhaupt daran Interesse habt, weil ich möchte Busfahrerin werden. Und zwar befinden wir uns gerade in Bussimulator 18. Ich hatte zuerst gedacht, als man mir davon erzählt hat, es könnte nicht langweiliger sein, als in einen Bus einzusteigen und immer die gleichen Routinen zu machen und ja, sich quasi immer im Kreis zu drehen, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, immer wieder die Leute einzusammeln und so. Und vielleicht ist das auch ein bisschen richtig. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe das jetzt gestern Abend ein bisschen gespielt, so an die 3 Stunden, glaube ich, 2, 3 Stunden. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment ziemlich begeistert und ich möchte euch dieses Spiel einfach erstmal vorstellen und ihr könnt dann nach dem Tutorial entscheiden oder jetzt natürlich auch schon, wenn ihr möchtet, ob ich das Ganze denn komplett durch Let's Playen soll oder nicht. Deswegen würde ich sagen, dass wir einfach mal ein neues Unternehmen nehmen und da würde ich sagen, nämlich die Gameplayerin GmbH. Ich habe lange über diesen Namen nachgedacht und mir ist nichts Besseres eingefallen, ehrlich gesagt. Bankrott möchte ich nicht aktivieren, weil ja, ich noch lerne und keine Ahnung habe, ja, ob ich das schaffe, ob ich denn überhaupt damit großartig Geld verdiene oder nicht. Aber es sah eigentlich ganz gut aus, so beim 2., 3. Versuch. Den Fahrtmodus bin ich mir jetzt nicht sicher. Das steht jetzt standardmäßig auf simplifiziert. Das lassen wir mal drin. Mods habe ich keine, deswegen erstelle ich jetzt mal dieses Unternehmen. Ja, und nun kommen wir zum aller traurigsten Teil an diesem Spiel. Ich kann wählen zwischen männlich und weiblich. Warum ich jetzt auf männlich stand, weiß ich nicht, weil der hier ist eigentlich irgendwie männlich. Und wenn ich auf weiblich klicke, dann sehe ich so aus. Also so sieht mein Charakter privat aus. Ich weiß nicht, warum er das übernommen hat. Und ja, für mich persönlich ist nicht viel Weibliches dran. Ich kann halt nichts einstellen. Ich kann keine langen Haare machen. Ich kann mir keine schönen Klamotten machen. Ich habe halt nur diesen Oma-Stil hier. Und ja, dementsprechend sehe ich jetzt aus wie eine, weiß ich nicht, 60-Jährige oder 80-Jährige, die sich gut gehalten hat im Gesicht mit pinken Haaren. Übernehmen wir einfach mal so. Ja, und ich habe ja gesagt, dass wir das Tutorial spielen. Oh, hallo! Hier drüben! Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro K. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Ja, aber sie schreibt mich immer noch so extrem an. Ich werde mal gucken, dass ich sie mal kurz runterschraube. So, ich habe sie jetzt mittlerweile von 0,7 auf 0,5, also auf die Hälfte runtergeschraubt. Ich hoffe inständig, dass das reicht. Wenn ich mich übrigens ein bisschen seltsam anhöre, es tut mir leid, ich musste mir jetzt gerade eben Hustenbonbon nehmen. Weil ich habe jetzt alleine schon in dem Teil hier vorne, was ich rausgekattet habe, 3 Hustenanfälle gehabt. Kann ich mit dir nochmal reden? Nö, kann ich anscheinend nicht. Okay. Hier muss man irgendwie ein bisschen komisch davor stehen, habe ich festgestellt. Es ging nur von der Ecke. So, das ist also unser Bus. So sieht er aus und wie die meisten von euch wahrscheinlich, wenn ihr Bus gefahren seid, habe ich früher auch immer hinten gesessen. Und das ist der Führerstand. Super. Ich setze mich einfach hier hin, während du es dir auf dem Fahrersitz bequem machst. Genau. Mach das mal. Setz dich mal hin. Ein bisschen was weiß ich schon. Ich habe nämlich einen Zettel gemacht. Aber wir gehen natürlich das Tutorial durch. Wechsle in die Außenperspektive. Entweder mit der Maus oder mit F1. Ja, und das ist unser wunderschöner Busbahnhof hier.
Da können wir auch wieder reingehen. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Natürlich. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Machen wir. Das heißt, rechte Maustaste zoomen wir uns rein. Wir schalten die Zündung an, indem wir ja das Ganze hier groß machen quasi. Wobei die davon gesprochen haben, dass man es dreimal drücken soll. Das ist, glaube ich, drei. Ich bin mir nicht sicher. Schalte die Scheinwerfer an, indem du zweimal L drückst oder halt hier eben zweimal drauf drücken. Dann können wir entweder hier die Knöpfe drücken oder wir können auf der normalen Tastatur die 890 drücken. Schließe die Tür vorne rechts mit 1 auf der numerischen Tastatur. So, dann aus dem Zoom raus. Ich glaube, du bist ein bisschen größer als der Fahrer, der den Bus ausgeliefert hat. Vergiss nicht, deinen Sitz einzustellen, nachdem du den Motor angelassen hast. Eigentlich habe ich den Motor schon angelassen, aber ist in Ordnung. hoch, runter. Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Plus, minus, genau, das war das hier. Ich höre den Bus doch. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Okay, einmal P drücken, das ist die Handbremse und dann Richtung Ausfahrt fahren. Oh, und bevor ich es vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Folge einfach der GPS-Route. So, GPS-Route. Achso, das wird jetzt hier rechts angezeigt. Das heißt, wir müssen jetzt hier links abbiegen. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Ja, wir machen jetzt eine kleine Ehrenrunde, weil mich das Navi hier reingeführt hat, wo ich aber eigentlich gar nicht hin sollte. Wie ich dann gerade festgestellt habe. Ist aber nicht schlimm. Die Steuerung, die ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. So, wieso zeigt ihr mir jetzt eigentlich an, dass ich da links muss, obwohl es noch gar nicht da links ist? So, hier ist kein rechts vor links. Du kannst schön stehen bleiben. Bus hat immer Vorfahrt, auch wenn ich nach links einbiege. Das ist natürlich nicht so. Das ist nur bei der Gameplayerin GmbH so. So, nach links war aber richtig. Aber ich müsste hier einbiegen. Ah, so. Okay. Das ist übrigens das erste Mal in diesem Spiel, dass ich eine Ampel sehe. Bisher habe ich die irgendwie immer überfahren, habe ich so das Gefühl gehabt. Das ist aber eine riesige Kreuzung hier. Muss ich denn hier? Da kann ich noch nicht. Hier muss ich einbiegen, ne? So. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fußgänger mitgenommen, weil ich ehrlich gesagt hier nur eine eingeschränkte Sicht habe. Und nicht geguckt habe, ob da jetzt irgendwas ist. Also ich kann es euch ja direkt mal verraten, in meiner ersten Runde habe ich alles mitgenommen. Also ich habe Fußgänger mitgenommen, ich bin irgendwo hängen geblieben, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich hängen geblieben bin. Dann stand der Bus einfach mittendrin. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was da passiert ist. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken. So, ein echter Busfahrer fährt natürlich komplett auf seinen Vordermann auf, ne? Wie das in der Realität auch immer so ist. Das sehe ich ja immer im Rückspiegel, dass sie mir dann fast im Kofferraum hängen. Das müssen wir natürlich auch machen. So, hier ist die Bushaltestelle. Einmal nach rechts blinken, ganz wichtig. Nicht zu schnell reinfahren. Und auf die Fußgänger achten. Die kann man auch überfahren, obwohl keine in der Nähe sind, habe ich festgestellt. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid.
Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. Na, muss ich jetzt hier auch schon was kontrollieren oder geht das? Also immer schön gucken, weil meistens habe ich das Problem, dass irgendwelche LKW-Fahrer plötzlich mir vorbeisausen. Also ich habe es noch so gelernt. Jetzt kommt der schwerste Teil. Jetzt musst du Vorfahrt haben. Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Kommt drauf an, wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Ich freue mich auch drauf, auch wenn meine Stimme gerade total im Arsch ist. Nein, rechts. Hier will, glaube ich, einer raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier hat es nämlich gerade gepiepst. Leute, wer hat hier gepiepst? Wer wollte hier raus? Die Idioten. Oder muss ich nur meine eigene Route verfolgen? Das kann natürlich auch sein. Dann will derjenige wahrscheinlich bei der nächsten Bushaltestelle raus. Was bremst du denn hier schon, wenn gelb ist? Da wird durchgezogen, Arschloch. So. Heutige Aggressionsverwaltung ist abgeschlossen. Wir möchten Richtung Hafen. Ich hätte den jetzt eigentlich überholen können, aber ich kann jetzt nicht zurücksetzen, denke ich mal. Nee. Es wird grün. Gib Gas. Komm, gib Gummi. Hatte der jetzt hat der einen Blinker raus gehabt, aber hatte der vorher auch schon einen Blinker raus? Ich habe es gar nicht so mitbekommen. Ich bin mir nicht sicher. Also, gleich müsste auf jeden Fall ein Halt. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Ja, ja, ja. Aubrey und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Wenn man vom Teufel spricht. Darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz. Die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar. Bestell schöne Grüße. Sieht aus, als könnten wir abfahren. Oh, halt! Jemand blockiert die Tür. Du musst durchsagen, dass die Person die Tür freimachen soll, damit wir abfahren können. Hey, Tussi! Raus aus der Tür da hinten! Hast du mich nicht gehört? Raus aus der Tür! So. So, wir können auch direkt mal die Fahrkarten kontrollieren. Ja, gut. Ihre, glaube ich, brauche ich nicht. Oh, falsche Taste. Einmal Fahrkarten bitte kontrollieren. So. Ich mache das noch alles selber. Ich habe da keinen Kontrolleur für. Ja, alle haben die Fahrkarten dabei. Sehr schön. Dann kann ich hier wieder rein. Ich glaube, dass man das bei dieser Testfahrt noch nicht machen muss. Ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen BlueTEC-Diesel hat? Der erzeugt 210 Kilowatt Leistung. Ich habe mich etwas schlau gemacht, bevor wir uns für dieses Modell entschieden haben. Okay. Im Sommer laufe ich gerne an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Ist das jetzt links von mir frei oder nicht? Ich bin Bus, ich habe Vorfahrt. Ich weiß ja nicht, wann ich abbiegen muss oder ob das zweispurig zum Abbiegen ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich muss irgendwann gleich links rum. So. Das dürfte. Nee, hier noch nicht. Also man muss sich... Hallo? Oh, Radarfalle. Radarfalle ist hier 30 oder was? Die gehen ja alle so runter. Das links war eine Radarfalle. Das ist für Leute wie mich, die da mit 70 geblitzt werden im Bus. So, komm, wir sind echter Busfahrer. Wir müssen aufsetzen bis zum geht nicht mehr. Hm? Wir wollen ja alles richtig machen hier. Ich habe grün. Ist übrigens eine ganz andere Strecke als die, die ich gefahren bin im Test. Also meine ich zumindest. Kommt mir so gar nicht bekannt vor. Aber ich will es jetzt nicht heraufbeschwören. Noch habe ich keinen Fußgänger mitgenommen. Hier ist auch 70. Wieso kann ich eigentlich doch jetzt keine beschleunigen? Was war das denn? Schlagloch. Jetzt muss ich hier auch noch... Jetzt kriege ich ja noch Punkteabzüge wegen Schlaglöcher. Oder was wollt ihr mich denn hier? Ernsthaft?
Ich meine, ich kann verstehen, wenn man zu schnell über den Böller drüber fährt oder so, aber ein Schlagloch, das war kein Schlagloch. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ist denn hier die Haltestelle? Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Warum? Ich bin doch am Fahren. Nicht zu nahe kommen, ich überfahre sonst die Fußgänger. Kann mal jemand dem Mann da hinten helfen? Der Hallo, sitzt im Rollstuhl? Eine Fahrkarte, ja? Bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt's? Ja, wenn ich dem mal was drücken könnte, ja. Ja, wie wähle? Der hat mir noch gar nichts gesagt. Ja, dann machen wir eine einzelne Fahrt. Komm, einzelne Fahrt, Standard, zack. Ach so, Tagfahrkarte. Oh, Entschuldigung. Ich hab's nicht gelesen. Okay, Tag, hey, Standard. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Zellermann, Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Hallo, können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, kein Problem. Ich wollte gerade zumachen. Kannst du zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen? Keiner von euch dummen Säuen hat ihm mal geholfen. Herzlichen Dank. Wenn die Busse wieder fahren, wird es für mich viel einfacher, von A nach B zu kommen. Ne? Keiner von euch Idioten hat ja mal geholfen, als ich mal gefragt habe. Gute Dame, das ist ein öffentlicher Bus. Da werden keine Hände in den eigenen Rock gesteckt, bitte, ja? Also sowas wollen wir hier nicht sehen. Entschuldigen Sie bitte dieses unfreundliche Verhalten von den Leuten im Bus. Hast du denn eine gültige Fahrkarte? Ja, hast du. Okay. Ich weiß nicht, wer jetzt sonst noch mit reingekommen ist, aber zwei anderen habe ich ja noch eine gemacht. Also entsprechend können wir jetzt weiter. Oh, fahr. Komm. Achso, ich muss... Hä? Die Rampe ist doch eingezogen. Wieso muss ich die nochmal einziehen? Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ich glaube, wir können weiter. Fahr. Ja, der Blinker war betätigt. Jetzt fahr doch endlich. Hallo. Bus? Hallo, Bus? Motorschaden? Nächster Halt, Westspeiche. Endstation. Bitte alle aussteigen. Muss ich jetzt den Blinker nach... Nee, ich soll immer noch den linken Blinker machen. Der war doch schon draußen. Leute, fahrt doch endlich. Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Mein es Bus gibt ist nette kaputt. Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Es scheint sich rumgesprochen zu haben. Tut mir leid, Leute. Ich muss mal eben zurücksetzen. Ich weiß nämlich nicht, was mit diesem Bus hier ist. Hallo, geht's noch? Warum steht der Typ jetzt hier im Weg rum? Alter, kann man das jetzt auch mal bewegen? Was ist mit dem LKW hier nicht in Ordnung? Wollt er mich überholen oder was? Nur weil ich die Zündung ausgemacht habe, weil der Bus im Arsch ist? Geht es noch? Aggressionen beim Busfahren. So, irgendwie lief die erste Testfahrt besser. Ich weiß auch nicht. Was ist denn das hier? Oh, da, halt. Mist, ich glaube, ich sollte rechts rum. Man blinkt nicht mehr, ne? Ich hab's vergessen, Entschuldigung. Aber nach welchen Kriterien machen die das hier? Muss man dann blinken, wenn man reingeht, so wie früher? Weil es ist ja 2018. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Fahren wir hier mal einfach ein bisschen über den Rasen drüber, ist nicht schlimm. Solange wir keine Fußgänger mitnehmen, ist alles okay. Bahnblinkanlage an, Stau. Können wir die wirklich anmachen? Hier, Stau, Stau. Boah, jetzt fahrt weiter hier, ist so alles frei. Jetzt fahr schon, du Idiot. Nein, ich bin nicht immer so aggressiv, ne? Ich bin auch nicht so beim echten Autofahren, muss man dazu sagen. Obwohl ich mich schon wundere manchmal, wie die Leute fahren. So, da müssen wir links rein. Hier ist
5. Ja, ich weiß. Ich habe zur falschen Seite gedrückt. Hier ist 50, wollte ich eigentlich gerade gesagt haben. Also die erste Fahrt wird eine totale Katastrophe. Wurde schon eine totale Katastrophe. Ich möchte euch nur zeigen, wie man es nicht macht. Irgendwo hier muss doch eine Haltestelle sein. Das ist auch so ein blöder Blick irgendwie von dieser Seite aus, finde ich. Das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. An alle, die noch an Bord sind, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Hilfst Nein, kann ich nicht. Die Rampe ist doch schon längst da. Ziehe die Rampe ein, siehst du? Und vorhin habe ich die auch eingezogen und dann sollte ich die noch mal einziehen, obwohl ich schon lange losgefahren war. Ich glaube, das waren alle. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Lass uns hinfahren und wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. Boah, jetzt fahrt doch endlich! Leute! Klein Gameplayerin wird aggro. Alter, du sollst fahren und nicht Stop and Go machen. Jetzt mach hinne. Fahrt doch einfach mal vernünftig, ihr blöden Idioten. Ich will hier heute noch mal weiterkommen, sonst fahre ich auf der Gegenspur. Dann fahre ich mich einfach da durch. Ja. Nein, kommt keiner. Ich habe dich nicht gesehen. Los. Zieh durch. Hat doch wunderbar geklappt. Ich wollte gerade schon bei der nächsten Bushaltestelle halten. Da müssen wir aber gar nicht mehr hin. Dann bieg auch ab. Los. Geh mir aus dem Weg, sonst hole ich mir demnächst irgendwas Größeres zum Rammen oder so. So, meine Lieblingskurven, die Rechtskurven. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Nee, ich fall diesmal nicht mehr drauf rein. Ich fahre noch nicht zu früh rein. Ich dachte nämlich immer, dass man dann da reinfahren muss und habe da geparkt. Und das hat alles nicht geklappt, weil wir müssen nämlich hier drauf. Wir müssen nämlich in diese Garage rein. Obwohl der das nicht anzeigt, sondern eigentlich was anderes anzeigt. Vorsichtig rein. Ohne anzuecken. Tja, das läuft übrigens besser als alles beim ersten in allem Mal. War das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Glückwunsch. Naja, es geht so. Wir können einmal Ende drücken. Achso. Hier müssen wir auf jeden Fall. Und einmal. Wir dürfen nicht Ende drücken, weil es ist das Tutorial. Dann drücken wir nochmal all die Lichter aus. Zündung war es, glaube ich. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Okay, aber ich würde sagen, dass wir das nicht mehr in dieser Folge machen, weil das wird dann eine nächste Folge werden, wo ich wahrscheinlich auch wieder ganz viel fluchen werde. Wenn auch vielleicht nicht ganz so extrem wie in der ersten Folge. Ja, hat soweit eigentlich alles ganz gut geklappt. Ich wollte mir gerne mal die Übersicht ansehen, aber die Übersicht kann man sich jetzt hier, glaube ich, oder ist das unter Statistiken? Daten noch nicht verfügbar.
Na gut, kann man sich leider nicht angucken. Normalerweise wird dann ja angezeigt, was man verdient hat und wo man irgendwie Schäden hat, ob man Fußgänger überfahren hat oder ähnliches. Kann man hier leider nicht, deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge wird es dann etwas ruhiger vor sich gehen. Und da werden wir dann mal die Nachtstrecke ausprobieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.